Der Seminarraum in Nördlingen. Hier sitzen die insgesamt 27 Studierenden des Bachelorstudiengangs Systems Engineering. Der Studiengang gehört zum Online-Studienmodell Digital und Regional der Hochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm und ermöglicht Berufstätigen ein Studium neben dem Beruf. Das heißt, sie gehen pro Woche 3 Tage in den Betrieb und besuchen 2 Tage pro Woche die Vorlesungen. Professor Dr. Nick Klever ist wissenschaftlicher Leiter von Digital und Regional und hat für die Studierenden einen wichtigen Tipp. Also der Tipp, den ich einfach geben kann, und ich denke, das wird auch umgesetzt, ist einfach dranbleiben. Das heißt, einfach jede Woche seine entsprechenden Zeiten sich einplanen, dass man auch dann noch die Zeit hernimmt, sich für das Projekt entsprechend einzusetzen und es kontinuierlich gemacht wird. Die Vorlesungen finden entweder in Nördlingen oder in Memmingen statt. Die jeweiligen Studierenden haben dann also den Dozenten oder Professor vor sich stehen oder bekommen die Vorlesung über eine Leinwand per Video übertragen. Durch diese 2 Präsenztage hat man konsequenteres Lernen. Und das ist ein Riesenvorteil. Also der eine Vorteil ist eben, man kann an den Präsenztagen recht viel an Zeit oder recht viel Zeit nutzen, um gut voranzukommen im Lernen und dann den Rest dann eben zu Hause dann aufholen. Das ist eine Frage des Willens. Wer diesen Studiengang macht, der will das auch machen. Der geht da nicht hin, weil er mal probiert, den Bereich oder mal probieren zu studieren, was könnte mir eigentlich gut gefallen, sondern der hat sich dafür entschieden, diesen Studiengang zu machen. In verschiedenen Projektarbeiten haben die Studierenden die Möglichkeit, ihr Wissen in der Praxis anzuwenden. Und noch einen riesigen Vorteil bietet das Studienangebot in Nördlingen, die Regionalität. Dadurch, dass ich aus Wemding bin, in Wemding arbeite, das sind ja bloß 15 Kilometer, also für mich ist es perfekt, dass es so regional ist. Besser hätte es bei mir gar nicht laufen können.